Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Extra-Video. Wir zeigen euch mal, wie bei uns der Alltag abläuft. Ich habe ein paar Themen vorbereitet. So fängt der normale Drehtag bei uns an. Das hier ist nur ein kurzes Video zum Adventskalender. Da geht es nur darum, wann findet das statt, welche Kanäle sind involviert, was müssen die Leute wissen jetzt vorab. Der Adventskalender selber, den machen wir dann nochmal separat, aber erst im Dezember. Okay. Beziehung erhalten. Was kann man denn machen, damit man nicht Schluss machen kann? Okay. Ja, dass es in der Woche zusammenpasst. Wir haben einmal das, wie macht man Schluss? Von den Stars und gleichzeitig aber auch, was kann man machen, um das zu vermeiden? Also eher so ein Beziehungsthema, Emotionen, wie kann man das regeln und auch noch ein paar Tipps für den Alltag. Achso, das wäre aber dann besser, wenn wir das auf der Couch machen, oder? Dass wir da ein bisschen auch drüber labern können. Also das wird ja dann ein ruhiges Video. Genau, und das ist, denke ich, auch noch was, da müssen wir darauf eingehen, dass die Zeiten sich verändert haben. Jeder will sein Ego durchsetzen, aber in der Beziehung muss man eben auch Kompromisse eingehen. Aber gut, das gucken wir einfach gleich, wie es dann, machen das ein, zwei Mal und dann gucken wir mal, wie es rüberkommt. Dann packen wir einen Kram zusammen und bauen auf. Auf, oder? Gut. Das heißt, wir machen jetzt als erstes den Adventskalender, richtig? Das Video dafür. Jo, das heißt auf jeden Fall erstmal im Stand. Ja. Also stehen wir nachher hier. Genau. So, das heißt dein Mikro. Rüber. Ja. Jawohl. Okay. So, Kopflicht noch an. Genau. So. Ja, und dann würde ich sagen... Guck mal ein Stück zur Seite. Ja. Wunderbar. So, dann mal kurz die Kamera einstellen. Ein kleines Stück mal zur Mitte. Jawohl. Lächeln. Okay. Okay. Ich würde sagen, umziehen, oder? Jo, auf geht's. Ja. So, schön. Jo, danke sehr. Okay. Jawohl. Dann wollen wir. Christmas Special, die erste. 3, 2, 61 Minuten Sex. Mein Name ist Jan Winter. Und ich bin Jana Chanel. Und wusstet ihr, dass der Adventskalender am 1.12. beginnt? Ja, welch ein Wunder. Wir haben uns dieses Jahr was ganz Besonderes ausgedacht. Und jetzt noch weihnachtlich tanzen. Du bist dran. Oder singen. Du fängst an. Und last Christmas. Ich fange nicht an mitzusingen. Keine Chance. Auf keinen Fall. Tschö. Tschö. So, jetzt haben wir den Adventskalender gemacht. Das heißt, jetzt sind die YouTube-Stars wieder dran für den Super Sexy Star Samstag. Genau. Umziehen. Ja. YouTube-Stars, die erste. 3, 2, 61 Minuten Sex. Mein Name ist Jan Winter. Und ich bin Jana Chanel. Und neben einer Liebeserklärung ist wiederum das Beenden einer Beziehung einer der emotionalsten Momente. Und sobald du darüber nachgedacht hast, eine Bewertung für dieses Video abzugeben, erfährst du, wie andere über das Schlussmachen denken, was geht und was geht gar nicht. Gut? Ja. Gut. Das nächste ist nur eine Zwischenfrage. 3, 2. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn jemand per WhatsApp, SMS oder E-Mail Schluss macht? Fand ich gut. Ja? Ja. Warten wir gerade, bis der scheiß Flieger weg ist und dann geht's weiter. Yeah. Danke an den Flughafen Köln-Bonn für dieses Hintergrundschauspiel. Und Familie und Freunde können auch Druck ausüben, beziehungsweise sie können auch einfach interessanter zu einer Zeit werden. Und was natürlich auch dazu führen kann, sind einfach Untreue oder Eifersucht. Und wenn das Schlechte in der Beziehung überwiegt, dann kann man natürlich Anstrengungen gemeinsam an den Tag legen und versuchen, das zu überwinden. Wenn das nicht klappt, kann natürlich irgendwann die Konsequenz sein, dass man wirklich Schluss macht. Aber dann denkt dran, das ist keine Abrechnung, sondern wenn möglich, noch ehrlich die Gründe sagen, warum es so ist. Natürlich sind das jetzt alles ziemlich unterschiedliche Meinungen. Wichtig ist, dass ihr euch eure Meinung dazu bildet. Aber genau das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Videos, dass ihr euch auch unterschiedliche Meinungen anhört. Genau. Sicher macht Sex Spaß, Schluss machen eher nicht. Ehrlich, das stimmt. Okay? Ja, ist okay. Gut, dann können wir jetzt Sofa umziehen und... auf Sofa, oder? Genau, dann machen wir Beziehung retten. Jawohl. So, passt halt. Die gute alte Ikea-Couch. Jawohl. Naja, alt ist relativ. Ja. Kokohaare hier wegmachen. Na. Jakob? Jakob, schaffst du? Auf jeden Fall. Ui, da ist aber jemand sportlich hier. Ja, hallo.
So, oh, die Kamera ist natürlich noch ein bisschen falsch. Zack, Lappi. Ach, ist das alles gut vorbereitet hier. Boah. Oh, bin ich froh, wenn das im Kasten ist, ey. So, welche Kamera nehmen wir? Outtake-Kamera, Making-of-Kamera, eine Minimiste-Kamera, Klappe. Was haben wir Thema? Beziehung beenden. Nee, Beziehung beenden, Beziehung retten. Ach, egal. Beenden? Ja, ist das Gleiche. Komplett perfekte romantische Beziehung, die ihr eventuell aus irgendwelchen Disney-Filmen kennt, die gibt es. Ich denke nicht. Ja, bei Disney. Und sonst eben nicht. Und das ist es. Man denkt, man muss dieses hohe Ideal erreichen, aber so Kleinigkeiten, wie nach einem Streit auf jemanden wieder zugehen, dass das beide können, ja, das sind Kleinigkeiten, die im Alltag aber den großen Unterschied machen. Er soll der sexy Macho auf der einen Seite sein, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr gefühlsbetont. Also man steht da natürlich auch als Mensch, und das betrifft ja sowohl die Frau als auch den Mann, vor einem unglaublichen Druck. So, haben wir das, wa? Fertig. Yes. Jawoll. Ich fand, wir waren gut heute. Ja, ja. Ausnahmsweise mal. Okay, sind wir durch. So. Licht aus, Licht aus. Jawoll. Das Einzige, was dann noch fehlt, ist das Video schneiden. Und das ist dann fertiges Video. Sieht zwar komisch aus, ist aber so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleines Making-of. Ja, das ist unser Alltag. So sieht 61 Minuten Sex hinter den Kulissen aus.